Yeah, yes, I'm a bunch of Ob so wie hier beim Theaterbesuch, beim Firmling oder Buchbinder Wanninger, Karl Valentin und Liesel Karlstadt überwanden in ihren Sketchen immer wieder Grenzen. Und Grenzen will auch das Kreativlabor der Stiftung Pfennigparade überwinden. Mit der inklusiven Theaterinstallation Der Friedensengel trifft den Valentin. Behinderte und Nichtbehinderte spielen mit viel Elan auf einer Bühne. Und es ist eigentlich ganz normal, so wie im normalen Leben auch. Also man kann eigentlich keine Unterschiede benennen. Auch die Barrieren, die vermeintlichen Barrieren, die dort sind, das sind Sachen, mit denen wir uns im Alltag auseinandersetzen, aber nur um sie zu lösen und um letztendlich Kunst zu schaffen. Wir legen keinen Finger in die Wunde und wir setzen uns auch nicht so groß damit auseinander, sondern wir wollen einfach Kunst machen und wenn da Barrieren sind, schauen wir, dass wir sie aus dem Weg schaffen und das andere interessiert uns eigentlich auch nicht so. Im Kreativlabor kommen Handicaps und unterschiedlicher Art zusammen. Es sind vor allem Menschen mit Körperbehinderung und das Schöne ist eben, dass jeder auf seine Weise trotzdem spielen kann, auch wenn er ein Handicap hat. Bebal, Bebal, denke dran, was aus dir noch werden kann. Ja, da bin ich selber neugierig. Ja, aber... Das Kreativlabor der Pfennigparade wurde 2014 gegründet und besteht aktuell aus 13 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit unterschiedlichen körperlichen Einschränkungen. Gefördert wird dieses Projekt hier vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München. Wir sind ja von der Stadt und auch vom Kulturreferat angehalten, bestimmte Querschnittsthemen wie Gender, Inklusion und so weiter voranzutreiben. Und der Herr Biebel hat in seinen Handlungsfeldern auch ein wesentliches Handlungsfeld definiert, das Thema der Inklusion neben Nachhaltigkeit und weiteren Themen. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen das jetzt sozusagen als Auftakt für unseren Prozess, den wir mit unseren 33 Stadtteilkulturhäusern anfangen wollen, nämlich das Thema Inklusion auch weiter in die Stadtbezirke hineinzutragen. Und UBO 9 hat sich angeboten als Einstieg und als Auftakt und ein Prozess, den wir einleiten wollen in unseren Stadtteilkulturhäusern. Es macht riesig Spaß, ist aber auch nicht ganz unanstrengend. Aber es gibt immer wieder riesigen Auftrieb, sodass man eigentlich nicht aufhören kann, sondern immer wieder, auch wenn man ziemlich fertig ist, immer wieder Lust hat, weiterzumachen. Für mich ist es sehr schön, weil ich merke, dass Schauspielerei mir sehr liegt. Und ja, ich finde Schauspielerei eigentlich ganz großartig, vor allem solche Stücke wie Karl Valentin, wo man wirklich auch was spielt, was aus dem Leben gegriffen wurde. Also so Alltagssituationen. Der Friedensengel trifft den Valentin. Die 4 Sketche und mehr werden noch 4-mal gespielt. Der Eintritt ist frei. Not